Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kingdom Hearts. Ja, wir stehen noch in Hollow Bastion, wo wir das letzte Mal ja auch aufgehört haben. Und heute geht es gegen den letzten optionalen Boss, nämlich Sephiroth. Und Sephiroth ist tatsächlich doch ein bisschen härter. Und wie gesagt, beim letzten Mal, also ich habe ja beim letzten Mal bereits gesagt, dass dieser Boss vielleicht gar nicht unbedingt geschafft werden muss. Ich habe eine Idee. Also, ich werde jetzt natürlich wieder erstmal versuchen, so zu gewinnen, wie ich bereits gegen den Unbekannten gewonnen habe, nämlich mit der Ability Sonic-Stoß. Es gibt aber tatsächlich auch noch die Ability Tontauben, die mir hier in dem Kampf tatsächlich auch weiterhelfen kann. Heißt also, wenn wir mit der einen nichts erreichen, nehmen wir halt die andere. Ja. Wir versuchen aber die ersten Versuche natürlich. Wir versuchen die ersten Versuche. Auch gut, ne? Ja. Let's go. Hallo. Schwarzer Engel. Sephiroth. Hi. Na du? Warum treffe ich den nicht? Stop!
Hi, scheiße. Okay, das darf nicht passieren. Das darf nicht passieren. Aber es klappt tatsächlich. Es klappt tatsächlich. Ja, wir können auch einfach nur Elixier. Hätte ich jetzt, wäre ich gerade ein bisschen schneller gewesen, hätte ich es vielleicht noch verhindern können, aber wir versuchen es einfach nochmal. Komm. Hä? Ich hab den doch ausgerüstet. Bist du doof? So. Nächster Versuch. Okay. Let's go. Da, überspringen wir. Fuck it! Ich war nicht schnell genug. Ach, Leute. Wir versuchen das übrigens nur in dieser Folge, ne? Also ich werde die nächste Folge nicht auch noch damit verbringen, gegen Sephiroth zu gewinnen. Vielleicht schaffen wir es aber. Wir waren ja schon mal so weit. Danke. Was tue ich hier?
Was? Nee. Ach, fick dich. Weißt du, ganz ehrlich, nee, komm. Ach, nee, Leute. Es frustriert mich zu sehr. Ich weiß. Ah, nee. Nee, komm, Leute. Also ganz ehrlich, ich hab da keinen Bock drauf. Ihr habt ja so grundsätzlich den Kampf gesehen. Wir hätten es auch fast geschafft. Und ganz ehrlich, das Schlüsselschwert, was man am Ende kriegt, ist jetzt auch nicht so wichtig. Okay. Leute. Bin ganz ehrlich. Das scheiße ich jetzt. Das frustriert mich zu sehr und nee, weiß. Es ist mir jetzt auch nicht so dramatisch wichtig. So, das heißt, wir reisen zum Ende der Welt. Wir reisen zum Ende der Welt. Letzter Ruheort, Leute. Letzter Ruheort. Hier geht es nun zu Ende. So. Rüst mal hier wieder aus hier mit Elixiere. Und feine Elixiere natürlich auch noch einen hinterher gepackt. So, Donald behält das. Und er kriegt auch noch ein paar Elixiere. Falls es mal kritisch wird. Wobei ich nicht glaube, dass es wirklich kritisch wird, weil ich kann mir das halt wirklich nicht vorstellen. So. So sieht es gut aus. Und ich speichere auch nochmal ab hier ganz kurz. Zack. Ja, Leute. Sephiroth, ganz ehrlich, ist jetzt... Ist... Ich könnte es jetzt nochmal mit Tontaube versuchen, aber ich habe einfach keinen Bock. Ganz ehrlich, Leute. Ich habe einfach keinen Bock. So, wir gehen jetzt durch die letzte Tür. Aha. Was ist denn? Hörst du das nicht? Da. Sei vorsichtig. Dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach wird dich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst. Dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht. Du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Ich höre nichts. Seltsam. Die Stimme kam mir bekannt vor. Und vielleicht bilde ich es mir nur ein. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Vielleicht. Vielleicht gehen wir auch einfach durch. Na, wo sind wir denn gelandet? Is this my island? Ach, Leute, wisst ihr noch, wo wir angefangen haben? Das war so schön. So schön friedlich alles. Ah, guck mal, man kann aber nicht da hoch. Guck mal. Können aber mal versuchen, da hochzukommen. Warte mal. Wuhu. Ne, kann man nicht. Da kann man leider nicht hoch. Warte mal. Ich versuch's nochmal. Ah, okay, das geht tatsächlich nicht. Guck mal, die Palme ist auch verschwunden und so. Wasser gibt's hier auch nicht. This world has been connected. What was that? Tied to the darkness. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Heieiei. Ja, wer wartet denn da vorne auf uns? Ist das etwa Anselm? Take a look at this tiny place. To the heart-seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Rick,
Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true! The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness! Hey! Na, der sieht ja lustig aus. Come on! I'm Guardian! Oh, das sei ich nur runterkloppen hier. Also im Vergleich zu Sephiroth macht er hier nicht mal ansatzweise Schaden. Ich öffne jetzt hier mal gleich was ganz anderes. Dein Herz hier. Ah nee, warte, das ist ein Herzloser. Der kann ja gar nichts. So, das war jetzt noch einfach. Das ging ja noch. Er ist noch nicht besiegt. Allerdings, Leute, würde ich sagen, dass ich das für die nächste Folge aufschiebe, denn sonst wird das irgendwie mit dem Titel für die Folge irgendwie so komisch. Also das ist tatsächlich wirklich der einzige Grund, warum ich jetzt hier cutten würde. Weil ich glaube, es kommen jetzt tatsächlich nicht mehr viele Kämpfe. Ich weiß gar nicht, wie viele Bosskämpfe gab es am Ende? 3, 2? Ich weiß nicht. Wir haben jetzt noch nicht ein Item benutzt. Weil der uns noch nicht wirklich viel abgezogen hat. Ja, Leute, dann würde ich aber sagen, verabschiede ich mich. 20 Minuten geht die Folge dann an, ab jetzt gleich. Ich bedanke mich natürlich trotzdem fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Ja, beim nächsten Mal geht es dann hier weiter zum letzten Gefecht gegen Ansem. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht ganz so enttäuscht, dass ich jetzt Sephiroth dann doch aufgegeben habe. Ich habe ja bereits vorher angekündigt. Wir hatten ihn ja fast geschafft und dann hat er einmal diesen Zauber gemacht. Das war so kacke, ne? Ah, das ärgert mich auch ein bisschen, aber ja, so ist das halt manchmal. Und leider bin ich danach ja nie wieder so weit gekommen. Das frustriert halt natürlich dann. Also ich glaube, ihr kennt das selber alle. Und mein Ehrgeiz ist jetzt auch nicht so groß. Dadurch, dass ich ihn halt schon mal geschafft habe. Ich hätte ihn gerne nochmal geschafft, aber gerne mit euch zusammen. Aber naja, gut. Sollte nicht so sein. Ich, ja. Sag einfach trotzdem mal bis zum nächsten Mal und tschüss.